Hallo, schönes Plätzchen hier. Ist das eine Corona-Party hier? Nee, keine Corona-Party. Ich sitze ja ganz allein hier. Wann wird so eine grüne Rasenfläche zu einer Corona-Party? Wer bestimmt das? Gibt es da Veranstalter, die irgendwie so ein großes Schild dahinstellen und sagen, hier ist eine Corona-Party, komm mal her? Also mein Gedanke dazu ist bislang, Jugendliche haben im Moment kaum Möglichkeiten, sich irgendwo zu treffen, weil all ihre alten Clubs und Treffpunkte und weiß der Teufel, was sie sonst so hatten, zu sind. Weil angeblich Corona dafür sorgt, dass sie sich da anstecken und dann andere anstecken und damit zu Mördern werden. Und deswegen müssen sie jetzt auch Masken tragen in der Schule und die haben ganz fürchterlich Angst. Ja, dass das alles so richtig ist, wie man das ihnen da sagt. Dass sie jetzt tatsächlich was anstellen könnten. Und die sind eigentlich ganz vorsichtig und lieb und nett, wenn die draußen irgendwo auf dem Rasen sitzen, sich ihr Bierchen mitnehmen und sich mit Freunden treffen. Ja, ist das eine Corona-Party? Nein, das ist Leben. Man trifft sich draußen auf ein Bierchen und man redet miteinander. Und wenn man vielleicht sogar noch sich gegenseitig einen Witz erzählen kann, umso besser. Dann hat man wenigstens noch ein bisschen Spaß. Ja, das so. Wenn Jugendliche besoffen sind draußen, dann geht es natürlich auch manchmal drüber und drunter. Und gut, aber das ist normal, oder? Da sind immer welche da, die dann aufräumen, die dann besänftigen, die dann aufpassen, dass da nichts passiert. Es sei denn, es sind irgendwie asozialen Treffs oder so, aber die haben wir auch immer schon gehabt. Das hat aber mit Corona nichts zu tun, ja. So. Und das hat auch nichts mit den Demonstranten zu tun, die demnächst und auch in den vergangenen Wochen schon immer versucht haben, ihre Forderungen der Regierung mal nahe zu bringen. Aber die ist ja irgendwie beratungsresistent, ja. Herr Bakti kommt da nicht durch und alle seine Videos werden neuerdings gelöscht und ja, mir ist ja auch schon ein Video gelöscht worden und ist es eigentlich kaum zu fassen, was hier gerade gesellschaftlich abgeht. Also ich werde fleißig weiter Opposition machen zu all diesem Quatsch, der hier passiert, ganz sicher, ja. Und die Schlagzeilen, die da im Moment in der Presse stehen, die werden diesen Medienorganen noch um die Ohren fliegen, ja. Die lege ich mir auf einen großen Stapel oder die fotografiere ich oder die thematisiere ich hier, ja. Ist ja auch richtig, das sollten wir alle tun. Also Hate Speech und Fake News den Mittelfinger zeigen. Finde ich.